Ich habe auch ein PJ, so, also wenn du willst, sie können so wohin fliegen, so wo du willst. Weil er ist mein bester Freund und Sexpartner. Warum ist da ein grown-ass Mann auf einmal hier? Ich entscheide mich für... Hallo? Mach du auch deine an. Okay, ja, warte mal, ich mache meine Cam an. Wie sehe ich aus heute? Fresh, so ein bisschen schick gemacht mit Hemd. Okay, so Beach-Vibe-Hemd. Heute war es sehr, sehr heiß in Wien. Ja. Wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Gut, sehr gut. Ich habe gesagt, wir starten mal. Und ich nehme mal die erste, der hatte eh schon Bock. Wir haben hier Mali. Hallo? Hallo. Hallo. So, bitte Cam anmachen, der Herr. Ja, du hast jetzt einfach 2 Minuten Zeit, vorzustellen, ein bisschen kennenzulernen. Nicht, du kannst auch ein bisschen mit ihr quatschen, muss jetzt nicht nur du, so einfach so, hey, ein bisschen so ist, ja genau. Zwei Minuten Zeit, ab jetzt. Okay, also dann stelle ich mich mal vor, ich bin Mali, 25. Goddamn, ist er alt, Chen! Aus Berlin. Ist er alt, ja oder nein? Ich könnte nie so alt sein. So Teilzeit-Streamer, Teilzeit-Tätowierer. Also ich mache es erst seit ein paar Monaten. Teilzeit-Streamer, Teilzeit-Tätowierer. Du bist 26. Teilzeit-Romantiker für dich. So, stell dir jetzt einfach diese Riss-Sound vor. So auf, ja, ja. Gerade auf check. Und ich finde es sehr krass. Ich sehe im Hintergrund, du hast so ein Hello Kitty-Plüschtier. Ja. Okay. Achte jetzt auf mein Schuh-Game, okay? Wer kommt mit dieser Hello Kitty-Presto? Walla, wer macht so? Hey, die sind aber krank. Oh mein Gott, okay, direkt Pluspunkte, so. Hey, die sind aber krank. Ich spür da so eine Verbindung. Woher aus Deutschland kommst du? Magdeburg, sagt dir das was? Ja. Ist auch nähe Berlin, eine Stunde. Ja, ja. Also Osten. Ja. Feierst du Würzfleisch? Was ist das? Was ist Würzfleisch? Ja, aber ich suche tatsächlich schon mein ganzes Leben nach so einer Ossi-Prinzessin. Und Würzfleisch ist so ein Ossi-Rezept, aber dann bist du wohl nicht Ost genug. Aber ey, ich bin offen für alle Kulturen, deswegen kriegen das schon irgendwie hin. Und dann hoffe ich, wir sehen uns in der nächsten Runde, würde ich sagen. Ja, ich freue mich. Cool. Okay. Hättest noch 40 Sekunden, aber gut. Ja, für mich diese Reise. Wir können auch noch reden. Ja, okay. Oh! Nächste Person, Yussi. Jo, was geht, Bro? Was geht, Bro? Okay, 2 Minuten für euch ab jetzt. Ah, okay, ich bin der Yussi, ich bin 23 Jahre alt. Oh, das Ding ich ist, bin nicht gay! Ich habe eine Frage an dich. Machst du Animes? Weil ich sehe da hinten, du hast da so Pokémons und so, weißt du? Ja. Was ist dein Lieblingsanime? Boah, schwierig. Ich glaube, Tokyo Ghoul habe ich damals, wo ich viel geguckt habe, mega gefeiert. Chat sind... Aber mittlerweile so... Hentai? Wie heißt das? Ich habe lange kein Anime ist Hentai geguckt. Diese... Attack on Titan. Pornos? Attack on Titan. Ja, ja, fand ich übrigens gut. Und Haikyuu fand ich auch lustig. Weißt du, darf ich fragen, was dein Type ist so? Mein Type? Okay, das hört sich jetzt so mega corny an, aber ich habe irgendwie keinen Type, weil ich finde so jede Nationalität hat schöne Menschen so. Und ich bin ich schön? Personality. Also man könnte vielleicht denken, dass ich aufs Aussehen achte, weil ich halt selber so aussehe, weißt du? Aber eigentlich gar nicht. Also, Chat, sehe ich gut aus? Klar, so wenn jemand hübsch aussieht, sieht er hübsch Nein, aus. Du bist ugly. Apropos Aussehen, du hast ein schönes Lip-Combo auf jeden Fall. Dankeschön. You're welcome. Danke. Ich habe auch im Vlog, ich habe dich eigentlich auch im Vlog gesehen, zu be fair. Ich habe Vlog, ich weiß nicht, von wem ich das angeguckt habe, aber irgendein Vlog, ich glaube von Noah. Vom Wochenende, ne? Ja, ich habe dich gesehen, du warst irgendwie im Hintergrund und so. Wave ja, ugly. Kann sein. Deswegen, dann, zufälligerweise hat mich dann direkt gefragt, willst du da mitmachen? I was like. Und er so, oh mein Gott, ich muss unbedingt mitmachen, Daddy, hat er gesagt. Und dann so, ja. Ja, okay. Daddy jetzt nicht, aber. Ja, stimmt. Dann freue ich mich, was du noch so auf dem Lager hast für mich. My guy, okay, bis gleich. Ciao, ciao. So, wir haben hier eine Person, zack. Weinreich aus Wien. Kannst du Cam machen? Was geht? Ist meine Cam an? Hallo. Okay, ich mach meine Cam an. Wir kennen uns doch schon von CD Baby, oder? Du bist Grant, oder? Ja. Ja, hi. Freut mich, dich wiederzusehen. Ja, freut mich auch. Cool, dass du dabei bist. Aber ich freue mich jetzt, so einen Schönheit zu sehen. Okay. Ich werde rot. Goddamn! Okay. Okay. Ja, 2 Minuten ab jetzt. 2 Minuten ab jetzt. Okay. Stell dich einfach mal vor. Ich wollte erst sagen, aber egal. Na gut, machen wir mal die Pille rund um den Hut, weil wir wollen ja höflich bleiben. Das ist der also mit den AirPods Max, könnte ich erinnern? Felix, kannst du aussuchen, wie du mich nennst. Ich bin 20. Ich komme aus Wien, aber ich travel immer überall hin, weil ich mag es zu reisen. Und ich habe auch einen PJ, so, also wenn du willst, sie können so wohin fliegen, so, wo du willst. Ich übernehme alles. Sorry. Chat, der ist 20, Bro. Und ja, was gibt es noch über mich zu sagen? Also ich was bin schon du ziemlich beruflich? Profigolfer.
Okay. Ich bin Profigolfer. Hast du so einen langen Schläger? Ja, Driver nennt man das. Ich kenne mich da übrigens gut aus. Okay, ja, also ich kann ziemlich gut Sachen schlagen, also ich bin echt gut in sowas. Okay, crazy. Was kann er schlagen? Also Golfball hitten, das ist schon gut. Okay, auf jeden Fall, ich habe dich ja erst am Freitag gesehen und dann habe ich mir so gedacht, hoffentlich sehe ich diese junge, schöne Dame noch einmal in meinem Leben. Also es freut mich sehr. Auf jeden Fall. Okay, das waren 2 Minuten. Baby! Bis zur nächsten Runde. Okay, mach mal. Nächste Runde. Man fange es nicht 20. Ich wusste nicht, wer das ist. Jan-Malte. Servus, ich kenne ihn auch nicht. Jo, Jan, freut mich, dich kennenzulernen. Hallo. Hallo. Jo, was geht? Hallo. Ist das ein Wave Arm Sleeve? Das ist ein Super. Ja. Moin. Hi. Katja. Hi, ja. Tag, rückwärts. Weißt du, das ist dein Name, rückwärts. Ja. Wie geht's dir? Gehen die 4 Minuten schon los? Ja, ab 2 Minuten ab jetzt. Achso, zwei. Ja. Zwei, okay. Ich Hälfte ist eh halb so gut. Ich hab auch, mein Penis ist auch halb so groß wie der von all meinen Freunden. Jetzt musst du lachen. Soll ich dich dafür auslachen? Ist das nicht gemein? Auslachen? Du hast gesagt zu lachen. Achso. Bro, er reduziert die Wave-Armsleeve-Verkäufe. Wie alt bist du? Rate. Du hast so ein bisschen Babyface. Ich glaube 19? Ohne mich? Ich bin 18. Sorry, 18? Das passiert ist Reflex. 18. Okay. Und was machst du so in deinem Leben, beruflich und so? Kennst du nicht. Sag, ich kenn's bestimmt. Arbeitslos. Kennst du das? Ja, kenn ich. Okay. Also, so um dich besser zu lernen kennen, also dachte ich, wäre gut. Ich so, bin verblüfft. Ich bin verblüfft. Trink mal was aus deiner Flasche dort. Okay. Ich glaube, das so ein bisschen. Das war jetzt. Okay. Welche Farbe haben deine Nussfiegel? French. Ich mag keine Franzosen. Ja, ich auch nicht. Ja, okay. Da haben wir was gemeinsam. Okay, 2 Minuten sind Gott sei Dank vorbei. Alter. Bist du nicht ein Freund von Badial? Badial ist mein bester Freund. Alter. Und Sexpartner. Okay. Yo, 6-5! Hallo, hört ihr mich? Yeah! Ja, aber wir sehen dich nicht. Okay, 2 Minuten ab jetzt. Boom. Achso, wie war dein Wochenende noch? Ach, es ging ein bisschen stressig, aber entspannt. Und bei dir? Wie war Japan? Für mich, ja, wie du weißt, ich war ja bei meinem Turnier. Ja. Hab da gespielt, leider nur 2. Platz. Aber ja. Ja, passiert. Weiß ich. Ich wollte so Basic-Fragen stellen, aber ich gehe mal so in eine andere Richtung. Was sagst du, deine Lieblings-Deutschrapper? Deutschrapper? Gardiner sind verrückt, ich will halt echt nicht so viel Deutschrap, aber ich muss sagen, wenn dann Palo. Palo! Ja. Ich glaube, den kenne ich sogar. 2 Minuten sind vorbei. Ja. So schnell? Ja, das vergeht sehr schnell mit der lieben Katja. Das geht sehr schnell, wenn man Spaß hat, ne? Stimmt. Okay, du kannst eigentlich gleich drin bleiben. Ich hole kurz alle mal rein. Ja, Luke, das gibt ist die. Es etwas, was ihr mega attraktiv findet oder was euch antörnt oder irgendwie so einen fetischen Kink, was jetzt vielleicht nicht so common ist, also was ja vielleicht ein bisschen weird sein könnte, aber habt keine Angst, das einfach zu sagen. Weil ich wir pack sind ihn ja nicht. Wieso ist der noch da? Okay, Yossi zuerst. Oder irgendwie, was ihr mega attraktiv findet, wenn man gerade so mit seinem Partner ist und so zur Sache geht. Also, du beginnst? Okay, ja, alles geht, ich hab schon gehört. Eine Sache, was ich auch also sehr aktiv finde, ist halt einfach wirklich Augenkontakt, ne? Und ich mag es manchmal einfach nur, dich so anzugucken. Ich sehe, wie du wegschaust, weil das dir ein bisschen so, weißt du, ist ein bisschen shy. Ich mag es ein bisschen Pressure zu applyen. Das finde ich halt immer irgendwie so attraktiv ein bisschen, so, weißt du? Ja. Und auch ein bisschen dominant zeigen, so, weißt du? Was an L Gleis. Ich küsse dein Herz, Bro. Ja, ne, ich finde auf jeden Fall Confidence ist wichtig. Oh, yeah, was ein L Glaze. Aber es ist jetzt nicht so crazy. Also. Die crazy Sachen, das sind immer noch im Internet. Huh? Okay, Grantl, ja, dann gerne. Okay,
Also bei mir ganz klar, ich weiß nicht, wie man das ausspricht auf Englisch, aber Oberschenkel ist so tough. Also weil ich der Oberschenkel ich sag ehrlich, ich finde, es ist wichtig, so wenn man, das kann man jetzt nicht so sagen, als worauf man halt eben steht. Kink, aber ja, ich finde wichtig, so. Man, ja, Kink, man muss sich halt so ein bisschen verstehen, auch das ist auch wichtig. Hm. Aber das hat nichts damit zu tun. Aber ich finde, wenn man nicht so matcht, so, auch vom so persönlichen her, dann passt das halt leider gar nicht. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Hühnerschenkel! Also Oberschenkel. Das ist krank. Das ist mein Kink. Und halt Oberschenkel. Okay, okay. Jungs, wer mag? Bei mir, ich würde sagen, es ist was man nicht, was nicht wirklich messbar ist. Und es ist auch für jeden vielleicht ein bisschen individuell. Ich weiß nicht, Jerome. Ich versuche es zu erklären, wenn sie einfach, entweder sie hat's oder sie hat's nicht. So diese Ausstrahlung, ja, Sexappeal, was auch immer. So dieses Feuer. So, weil das ist so, ich habe überlegt, was könnte ich sagen. Aber das ist wirklich so, was ich sage, wenn sie das hat, so auch wenn sie nicht wirklich mein Typ ist, das... Dann ist sie hier so. Deswegen sag ich das. Okay. Gut, ja, Malte? Die anderen haben ja jetzt relativ common Antworten gegeben. Die ja nicht common. Ich finde so. Kennst du Furries? Weißt du, was das ist? Ja. Ja, das finde ich so low-key, wenn die dann so mit einem Strap-on, also sich so umziehen und dann mich so ein bisschen dominaten, finde ich low-key schon sehr attraktiv. Jetzt wurde, ich glaube, deine Katze hat's gehört und ich glaube, die... Also, ja, ich nehme mal lieber weg. Ja, ja, sonst werde ich ein bisschen geil. Also... Okay. Okay. 6'5", Bro. Also die Frage war Kink oder was mich anmacht so. Also mich, was ich richtig attraktiv finde, was ich auch bei dir attraktiv finde, sind Lippen. Also bei mir sind Lippen sehr wichtig. Lippen sehr attraktiv und schöne Zähne. Ich hab's ja am Anfang schon gesagt. Aber das ist ja nicht wirklich. Was hat er gesagt am Anfang an? Er hat gesagt, ich hab eine schöne Lip-Kombi. So. War ich aber dabei? War ich dabei? Nein, nein, so zu zweit. Ne? Fitner? Ja, Mann, sorry, Six Five, ich wusste nicht. Bro, sag mal dick, nigga. Nein, auch mal live. Bruder, ich schwör sogar tot, ich wusste nicht, dass ich... Aber sorry, Gang. Alles gut. Aber ich finde auf jeden Fall, dass du schöne Lippen hast, schöne Zähne hast. Dankeschön. Und ja. Wer jetzt, Katja oder Yussi? Ja, bitte. Natürlich Katja. Okay. Gut, okay, ich weiß, wen ich rausnehme. Okay, dann gerne. Erzähl uns mal, wen du gerne rauswollen möchtest. Der ist gerade gar nicht da, ne? Ich nehme Grantel raus, weil er meinte, ich bin eine 9,5. Was ist für euch eine Red Flag? Sydney, danke für den dritten Monat. Und es ist egal, ob äußerlich oder danke. Personality. Und was würdet ihr euch selber eingestehen, was eine Red Flag bei euch ist? Gut, 6'5", beginnst. Ja. Frank. Red Flag, Wenn sie kein Deutsch sprechen kann und wenn sie sich nicht artikulieren kann, also das ist eine Sache, wo ich direkt durch, also ich mag schon, wenn sie gut Deutsch kann. Was eine Red Flag bei mir selber ist, ich werde nicht selber sagen, was ich mit Flex, aber vielleicht einfach, dass ich Social Media mache, aber einfach im Social Media Raum bin. Dass andere Leute das als Red Flag sehen könnten, aber ja, sonst. Ah, ich check's aber. Okay. Ja, Malte? Eine Red Flag bei Frauen ist für mich so, wenn ihr ein Fuß fehlt, das finde ich meistens nicht so nice. Eine Red Flag von mir selber würde potenziell sein, dass ich so low-key, ich bin sehr League of Legends addicted. Und ich stehe auch auf die Charaktere in League of Legends. Ja. Okay, good to know. Marlin? Ich würde sagen, ich habe tatsächlich gerade keine Antwort, aber wir sind ja hier eh gerade bei einer Game Show, deswegen würde ich gerne meinen Joker usen. Hallo. Servus. Willkommen in der Millionenshow. Hallo, ich weiß nicht so ganz genau, wo ich hier bin, aber ich bin Marlons Joker und ich bin Marlons Joker schon seit 25 Jahren. Den nehme ich auch, ja. Kannst du nochmal bitte wiederholen, worum es ging irgendwie um Red Flags, Was? Weißt du was, darf ich dich duzen? Na sicher, bitte darum. Ich duze dich auch, okay? Also ich heiße Jan und wie ist dein, Katja ist dein Name. Katja, ne? Genau. Warum ist dein grown-ass Mann auf einmal hier? Weißt du, was Red Flags sind? Ja, weiß ich. Okay, hab schon ein paar gesehen, ja. Was würdest du sagen, was an Mali eine ist und was ist für dich eine Red Flag bei Frauen, wo du sagst, nee, wenn das bei ihr ist, egal ob äußerlich oder von der Persönlichkeit her, das geht gar nicht. Also die Red Flags bei der Frau, äußerlich gibt es keine Red Flags. Gar keine. Das ist immer die Persönlichkeit, weil die Persönlichkeit ist auch das, es kommt immer drauf an, dass es charismatisch vorgetragen wird und dann ist auch, ist mir vollkommen egal, bin ich blind, ja.
Was die Persönlichkeit angeht, würde ich sagen, die Red Flag ist auf jeden Fall... Warum ist dein erwachsener Mann? ...jemanden behandelt, der professionell ihr eine Dienstleistung erbringen will und wie die dann damit umgeht. Also ich rede jetzt zum Beispiel Taxifahrer, Uberfahrer, Kellner im Restaurant oder so weiter. Die Red Flag ist, wenn sie einfach so ungeduldig ist und so eingenommen von sich, dass sie dem Menschen gar nicht mal die Möglichkeit gibt, einfach eine gute Performance abzuliefern. Weil meistens sind die Performances sehr, sehr gut. Und da muss ich leider sagen, wenn du da zu früh reingrätschst, dann ist deine Performance nicht gut genug für mich. Und da kannst du auch so gut aussehen, wie einer du sagt, Amar kurz gespawnt. Das war leider unsere letzte Begegnung. Nee, sehe ich auch so auf jeden Fall. Und was würdest du sagen, was bei dem Mali so eine Sache ist? Der schläft mit Aluhut. Dazu möchte ich gar nichts sagen. Also der Marlon hat ganz viele Punkte, an den, wo er an sich arbeiten könnte. Die haben wir übrigens alle. Ich bin auch sicher, dass du die hast. Ja, natürlich. Ich habe die auch. Warte, erzählt. Irgendeine. Unpünktlichkeit, okay. Also Unsauberkeit. Ich finde, der Mali dürfte ein bisschen entspannter sein. Also der Marlon ist ein sehr... sehr kreativer, sehr ambitionierter Mensch und der wirklich auch voll reingeht und der wirklich auch, der alles gibt und meiner Meinung nach ist, alles geben ist zu viel. Ich weiß nicht, kennst du das Pareto-Principle? Hast du davon mal gehört? Nee, leider nicht. Ist egal, wenn ich was darf, für ein Pareto-Principle? Erklären. Ja, kurz. Ganz kurz, da geht es um 80-20. Also ach so, ja, mit 20% des Aufwandes kriegst du 80% des Ergebnisses und für die letzten 20% des Ergebnisses brauchst du 80% des Aufwandes. Und wenn das der Marlon, noch lernen kann, ich hoffe... Ich hab's nicht gecheckt, ich habe Schule abgebrochen. Gelernt, ja. Ich mache eher 10-90 sozusagen, aber da kommt er dann irgendwann auch noch hin. Vielen Dank, es war mir ein ganz großes Vergnügen, ja? Applaus. Hat mich gefreut. Professional Yelper. Okay. Ja? Ja, guter Joke auf jeden Fall. Jetzt bin ich dran, danke, oder? Danke. Ja. Ja, Jussi, ja. Als eine Sache, also ich habe viele Sachen, zum Beispiel eine Frau, wenn sie unhygienisch ist, das finde ich allgemein bei einem Mann oder bei Frau sehr unattraktiv und irgendwie voll eklig. Und zweitens, was ich bei Frauen, also ich finde es einfach abartig, wenn sie einfach schlecht über ihre Freundin redet und dann einfach cool mit dir ist in den Kommentaren, ist, hey, Bestie, go, das ist fake, weißt du, dann bist du auch einfach eine unloyale Person und das will ich nicht. Und eine Red Flag bei mir ist, manchmal kann ich einfach wirklich zu ehrlich, ich sag immer die Wahrheit und manchmal, manche Menschen mögen das nicht, wenn man einfach zu ehrlich ist. Ja. Ich bin wirklich manchmal ohne Filter und da muss ich noch an mir arbeiten, zu gucken, okay, nicht immer so taktlos zu sein und manchmal einfach zu filtern, was man gewisse Menschen sagt, damit man die nicht verletzt. Okay. Interessante Runde. Wie du schon sagst, Katja. Daraufhin kannst du gern eine Person rausvoten. Ja. Die machen es mir echt schwer, ne? Aber eigentlich habe ich jemanden. Schon ein paar süße Jungs, oder? Einer süßer als der andere hier. Ja. Aber ich muss sagen, ich kann es nicht übers Herz bringen, aber Jan Malte. Ich habe versucht, ihn so lange drin zu warten, wie es geht. Er ist echt lustig, aber... Alles gut. So, ich habe eine Freundin, ich muss raus. Bei League of Legends hört es halt auf. So. Bei League of Legends ist die Grenze. Und er ist weg. Viel Glück mit seiner Freundin. GG's an Jan Malte. Ich würde noch eine Klassiker-Frage dazwischen hauen, wo du dann nochmal eine Person jetzt rausvoten wirst. Und dann haben wir die Final Two. Die Klassiker, erstes Date. Wohin geht's mit der jungen Dame? 6-5, hau raus. Dann frage ich dich, Katja, was dein Lieblingsessen, was machst du zu essen? Stehst du auf Pasta? Ich esse eigentlich alles, also ich bin relativ offen. Warst du schon mal afrikanisch essen? Einmal. Würdest du es nochmal machen wollen? Gerne. Ja, ich würde dich zu einem afrikanischen Restaurant bringen, das ist in Bremen aber. Da würde ich dich mit dem Auto abholen. Oder je nachdem. Chat, geht 6-5 back-to-back, ja oder nein, glaubt ihr? Würde ich dich zum Amis Corner bringen, was afrikanisch essen. Jollof Rice mit Salat, bisschen Chicken an der Seite. Oh, geil. Und das war's? Also es bleibt bei den Essen? Achso, ich dachte, du hast einen ganzen Tag mit der Dame. Kannst du hast einen ganzen Tag. So, wir haben einen kompletten Tag. Achso, Bruder, sag doch mal, ich wusste nicht, Lan. Also, ja, ich fahre doch nicht extra nur für ein Essen nach Hamburg und dann fahre ich. Ja, wenn sie nach Hamburg fährt, ich hole sie ab. Wir machen erstmal was Kleines zu essen, bei Ticket essen, eine Currywurst, so. Wir gehen dann, wir haben am Elbstrand, am Ende vom Elbstrand haben wir, wie heißt das? Ich kann es nur auf Englisch sagen, weißt du, was ein Arcade ist? Arcade? Ah ja, so Games Center-mäßig. Genau, wir haben genau am Elbstrand eine Games-Halle, das heißt, ich würde mit dir eine Currywurst holen, erstmal da lang gehen, am Elbstrand, ein bisschen der Hamburg zeigen, so von den Views. Kommen wir an, haben ein bisschen Spaß, versuchen das Eis zu brechen. Und danach wollte ich dich dann nach Bremen nehmen, also mit dem Auto nach Bremen fahren, das ist nicht so weit von Hamburg, so ca. 30-40 Minuten.
Na, halt zum afghanischen Restaurant, Jollof, Chicken, Salat, Puff Puff, Kochbananen. Und danach wollte ich dich dann nochmal auf einen Spaziergang in Hamburg einladen, einfach. Am Altonaer Balkon. Einfach mal vorbeilaufen ein bisschen. Mali, bitte. So, ich habe vorhin, wenn ich es richtig verstanden habe, hast du, glaube ich, erzählt, dass deine Mutter in Berlin lebt? Nee. Nee? GG! Schade. Ja, egal, nehmen wir mal an, sie wohnt in Berlin so. Dann, ich würde direkt, weil sympathische Frau hat bestimmt auch eine sympathische Mutter, ich würde Double Date machen. Mit mir und meinem Vater. Erstmal würden wir schön einkaufen gehen. Dann, wir würden auch diese Einkäufe hochtragen. Dies, das, Ananas. Dann eine schöne Aktivität. Egal, ob es Tennis ist, Minigolf, irgendwie sowas. Dann entspannt kochen, essen, Sonnenuntergang genießen. Ganz klassisch. Wir haben ja davor schon mal höchstwahrscheinlich so eine Kennenlernphase. Wir reden und... Je nachdem, was wir halt einfach gesagt haben oder je nachdem, wie unsere Konversation ist, würde ich einfach gucken, okay, was sind unsere Gemeinsamkeiten, gucken, wie der Vibe ist und dementsprechend dann einfach basieren, darauf dann was machen. Aber ich bin eher so der Fan. Er sagte zum Beispiel, wenn ich weiß, okay, wir haben eine Aktivität, er sagte, okay, zieh am besten das und das an, weißt du, damit du eine Ahnung hast, weißt du, dann würde ich dich abholen, kommen gehen. Was ich mag, streichelt so. Jan, was meinst du? Ich bin auch ein Fan, das Ding, ich bin aus Nigeria. Das heißt, ich habe einen coolen Kultur, der Bruder hat Poch gesagt, alles. Das sind wirklich sehr gute Sachen. So, ich würde aber sagen, unser Jollof ist besser. Schau doch mal, Brodo. So, dass ich würde ein bisschen von meinem Kultur zeigen. Yeah, I got you, bro. Oder ein bisschen von meinem, weil ich weiß, du hast eine Katze. Deswegen kann ich mal wirklich gut vorstellen, streichelt so auf süß, auf cool. Und ich mag es zu malen, könnten auch zusammen malen. Ich würde Aktivitäten machen, wo wir einfach viel zusammen reden können, weißt du? Weil Kommunikation finde ich eins der wichtigsten Sachen. Ja, die trollen komplett. Ja, nee, weiß ich. Ja, das wäre basic. Aber das muss fix die so. Dann würde ich da einfach am Abend wieder nach Hause fahren. Und ja, daraufhin bitte jetzt eine Person rausvoten. Es tut mir so leid, weil er so viel Arbeit reingesteckt hat, aber Mali, du bist leider raus. Was, also eine schnelle Frage, wie wichtig ist euch Sex in der Beziehung? Na, Sex in der Beziehung ist wirklich auch eins der wichtigsten Sachen. Also nicht das Wichtigste, obviously, aber eins der wichtigsten. Aber das Wichtigste. Schon, ihr seid 14, wa? Man muss sich Liebe zeigen, so, weißt du, man will geliebt werden und dazu gehört das. Es gehört einfach dazu, weißt du, was ich meine? Und wichtig ist auch, dass man auf die... Chat, wie wichtig ist euch Sex, bro? Bedürfnisse eingeht, so, weißt du? Ja. Deswegen, ich bin ja auch ein Geber, hab ich ja auch schon vorhin gesagt, so, deswegen, Sex ist mir schon wichtig. You're a freak, if you're a freak, I'm a freak too, so, weißt du, was ich meine? Deswegen, alles gehört dazu, finde ich, so, weißt du? Ich würde auch sagen, dass Sex in der Beziehung sehr wichtig ist. Ich glaube, dass das nochmal die Leute... mehr zusammenschweißt, kann man das so sagen? Ja. Man sagt ja, dass Sex die Seele so sozusagen verbindet. Ich werde, glaube ich, sagen, ich sage auch, dass durch Sex auch die Beziehung nochmal etwas stärker wird. Deswegen würde ich sagen auch, wie Yussi gesagt hat, dass man auf die Bedürfnisse eingeht und deswegen ist Sex sehr wichtig in der Beziehung. Ah, gut, dann auch nochmal deine. Ja. Ich hätte noch eine klitzekleine Frage, die man so mit einer Antwort beantwortet und dann noch eine längere Frage. Welche? Wie du willst, ist, Okay. Ist egal. Was euer Go-To-Parfum? Okay, gute Frage. Wie riecht ihr? Das Ding ist, bei mir gerade. Willst du, oder? Das Ding ist bei mir gerade, ich habe was keiner wirklich hat, ne? Weil das ist wirklich different. Es hat nicht meinen Namen drauf. Es riecht so unnormal gut. Ich habe sogar einen Blog. Ist das auch so ein Parfumladen? So diese Parfumläden, diese kleinen? Yeah, oder? Das ist von diesen kleinen. Wirklich, ich war wirklich am Suchen. Ich weiß nicht mal, wie das heißt, aber ich weiß auch nur, dass es unnormal gut riecht. Ist das so ein arabisches? Yeah, so ein arabisches. Okay. Yeah, das riecht unnormal gut. Also, aber ich weiß leider nicht, wie das heißt, aber ja. Und 6-5. Also ich benutze zwei Parfüms. Einmal Armani U Intense. Mhm. Das benutze ich hier so, also auf meine Kleidung. Und dann benutze ich hier auf meinen Nacken und einfach allgemein auf Körper Armani Stronger With You. Also zweimal die Armani-Düfte und dann halt, ja. Und dann benutze ich aber manchmal auch zum Beispiel jetzt ersten Date, zum Beispiel wenn wir auf mein ersten Date wären, dein Ebra Gold. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich glaube, ich habe schon mal gehört, ja. Okay, Katja, bitte eine Entscheidung. Ich entscheide mich für 6-5. Back to back! Ein Dexter! Back to back! Yussi! Du bist wirklich... It's me, nigga! Chill out, okay.
You your daddy's son, ain't